Ich bin der Daniel. Ich bin der Georg. Und wir sprechen heute über Frostpunk. Wir haben ja beide Frostpunk gespielt, Georg. Kannst du mir mal so kurz einmal zusammenfassen? Ich weiß es zwar schon, aber für unsere Hörer, worum geht's überhaupt bei Frostpunk? Frostpunk ist ein, und ich habe zum ersten Mal davon gehört, dass es mittlerweile einen eigenen Genre-Namen dafür gibt, ein First-Survivor-Strategiespiel, Echtzeit-Strategiespiel sogar. Man könnte es aber auch eigentlich auch nur als sehr schweres Aufbaustrategiespiel bezeichnen. Im Wesentlichen geht es darum, eine Gruppe an Menschen, die in einer Welt in der Eiszeit lebt, dazu zu verhelfen, zu überleben, indem sie eine funktionierende Siedlung baut und Überlebende sucht. Du hast schon ein bisschen die Story angesprochen. Es ist ja so, dass eine Eiszeit die Menschheit sozusagen fast ausgelöscht hat und man hat nur mal so einen Dampfgenerator und man zieht damit gen Norden, um sich dort eine letzte Kolonie aufzubauen. Dass das Ganze nicht einfach ist, haben wir, glaube ich, beide recht schnell gemerkt, oder? Es ist tatsächlich ein sehr schweres Spiel für alle Leute, die zum Beispiel Banished kennen. Das geht sehr stark in diese Kerbe rein. Es ist wirklich ein Spiel, das viel abverlangt, viel Planung. Also man muss wirklich voraussehen und überlegen, was man tut und nicht einfach drauf losbauen, weil dann ist halt sehr schnell auch wieder vorbei, weil einen das Spiel auch immer wieder mit bestimmten Ereignissen und Erschwernissen konfrontiert, die zu dem ohnehin harten Bedingungen dazukommen. Darum kann man sich das Ganze auch nicht als ein klassisches Aufbaustrategiespiel oder Aufbauspiel eigentlich vorstellen, wo man einfach an seiner Stadt baut und sukzessive einfach immer mehr Ressourcen oder so gefordert werden. Es ist so, dass die Story einen recht großen Einfluss auf die Stadt nimmt, oder? Genau, also ich nehme jetzt die Freiheit, ein klein wenig zu spoilern, weil es noch recht früh ist im Spiel für dieses Ereignis. Aber es ziehen ja quasi Bewohner von London nach Norden, um der Eiszeit zu entkommen, weil dort das britische Empire irgendwelche Generatoren installiert haben soll, die eben Wärme erzeugen. Und so entsteht die erste Siedlung, als sie so einen Generator finden. Nur ist das Leben dort halt hart. Und es gibt Gerüchte, dass es eben noch andere Siedlungen gibt und dann irgendwann, so nach circa 15 Tagen im Spielverlauf, das ist ungefähr eine Spielstunde, taucht dann auf einmal ein Überlebender von einer anderen Siedlung namens Winterhome auf. Und der sagt, dass diese Siedlung völlig ausgestorben ist und alles schrecklich verlaufen ist, woraufhin einerseits die Hoffnung gleich in der eigenen Stadt massiv sinkt, weil die Leute einfach hören, hey, an anderer Stelle sind die Leute einfach elendiglich krepiert. Und es bildet sich eine Fraktion in der Bevölkerung, die sagt, na, wir wollen wieder zurück nach London, was wir hier tun, hat überhaupt keinen Sinn. Und man hat dann nur wenige Tage Zeit, um die Stimmung wieder zu drehen, weil das Spiel kennt halt eben zwei Sachen. Es kennt Hoffnung als eine Variable und es kennt Unzufriedenheit als eine Variable. Und genauso, du musst doch genauso zeitgleich darauf schauen, dass deine Bewohner nicht verhungern und dass immer auch genug Ressourcen zur Verfügung stehen. Genau, man muss schauen, dass einfach die Leute immer einen gewissen Grad einfach noch Hoffnung auf die Zukunft haben und nicht verzweifeln und gleichzeitig versorgt sind, damit sie nicht unzufrieden werden. Und wenn dieser Überlebende kommt und sagt, dass seine Siedlung den Bach runtergegangen ist, dann führt das dazu, dass die Hoffnung massiv abnimmt und die Unzufriedenheit steigt und man eben nur ein kurzes Zeitfenster hat, um das wieder zu drehen. Andernfalls ist das Spiel aus, weil die Leute einen dann als Stadtführer verjagen. Genau, also man schlüpft bei dem Spiel in die Rolle von dem Anführer dieser Kolonie und muss zum Teil auch richtig drastische Entscheidungen treffen, richtig, Georg? Genau, es gibt das Book of Laws. Das sind einfach Zusatzgesetze, die man erlassen kann und die einem weitere Möglichkeiten eröffnen, die man jetzt standardmäßig gar nicht hat. Das ist teilweise unerlässlich, zum Beispiel die Standardarbeitsschicht in diesem Spiel, die geht von 8 bis 18 Uhr. Es gibt aber zwei Gesetze, mit der kann man die Schicht verlängern, zuerst glaube ich auf bis 20 Uhr, also von 6 bis 20 Uhr, da kommen 4 Arbeitsstunden dazu, was wichtig sein kann, wenn man zum Beispiel weiß, da gibt es demnächst wieder einen Temperatursturz. Und man braucht Ressourcen. Man kann aber auch eine 24-Stunden-Schicht erlassen für absolute Notfälle. Es gibt aber auch wesentlich härtere Regelungen. Da kommen solche Sachen dazu wie Kannibalismus oder Kinderarbeit. Genau, und man muss halt immer im Hinterkopf behalten, dass man einerseits mit seinen Entscheidungen auch einen gewissen Einfluss auf die Hoffnung hat, weil natürlich solche Entscheidungen wie Kinderarbeit und Kannibalismus sich natürlich negativ auch auf die Hoffnung des Volkes sind. Weitere Folge auswirkt. Man hat auch bei jedem Gesetz quasi zwei Möglichkeiten. Die eine ist die harte Möglichkeit, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wie gehen wir mit unseren Toten um, dann gibt es die Möglichkeit, die Hoffnung zu steigern, indem man sagt, okay, wir bauen einen Friedhof, das gibt den Leuten Hoffnung,
aber es führt auch zu Nachteilen, weil es dazu führt, dass immer wenn jemand stirbt, dass dann die Verwandte von dem für ein paar Stunden von den Arbeiten ausfallen, weil der ja begraben werden muss. Man kann aber auch sagen, nein, wir bauen einfach eine große Grube in den Schnee und konservieren dort die Leichen, weil vielleicht können wir später mal was damit tun. Das ist der, sag ich mal, wirtschaftlich vorteilhaftere Weg, aber er macht die Leute nicht unbedingt glücklicher. Also summa summarum, man ist im Spiel eigentlich, ja, man muss im Spiel einfach immer wieder Entscheidungen treffen, die recht große Auswirkungen haben. Wir haben jetzt auch noch gar nicht über die Grafik bzw. über die Optik gesprochen. Georg, hat dir das Spiel gefallen optisch? Es ist grafisch sehr schön inszeniert. Also finde ich auch. Ich würde sowieso als Gesamtpaket beurteilen mit der Erzählung und mit dem Sound. Mhm. Man merkt, dass da die Macher von The War of Mine dahinter sind, das merkt man auch schon. 11-Bit Studios aus Polen. Das merkt man auch schon am sehr stimmigen Intro. Mhm. Es ist grafisch sehr schön gehalten, es sind viele Details drinnen, es ist einfach insgesamt sehr atmosphärisch, dieses wir stecken da in einer Eisgrube und versuchen irgendwie zu überleben, kommt echt sehr gut rüber. Es ist teilweise wirklich beklemmend, ja, also man hat wirklich das Gefühl, als würde man da in dieser Eisgrube als selber sitzen. Es ist, also man fühlt wirklich mit, es ist kein Spiel jetzt, das man jetzt spielt, weil man jetzt irgendwie mal kurz ein bisschen abschalten und Freude haben möchte, sondern es ist wirklich eins, wo man sich auf einen atmosphärischen, also auch atmosphärisch auf einen Überlebenskampf einlässt. Mhm. Und es wird ja auch angereichert, es hat ja jeder Bewohner einen Namen und Verwandte und Freunde und hin und wieder liest man dann einfach Statements von denen oder hört Statements von denen, von den Bewohnern, wie es ihnen geht, was sie denken zu irgendwas und das alles ist halt, erzeugt ein sehr, sehr immersives Erlebnis. Das stimmt, ja. Also man fühlt richtig mit, wenn die Bewohner erkranken, weil man sie wieder bei minus 40 Grad rausgeschickt hat und so weiter und so fort. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass uns das Spiel eigentlich größtenteils sehr gut gefallen hat. Es gibt allerdings auch Aspekte, die uns weniger gefallen haben, richtig? Ja, es gibt da zwei große Punkte. Das erste ist eben, dieses Spiel glänzt einfach mit seiner Erzählung. Ja. Es ist auch vom Prinzip her relativ zugänglich, auch wenn es sehr, sehr viel Micromanagement ist. Und da kann ich generell sagen, wer viel Micromanagement nicht mag, der ist da falsch aufgehoben, auch wenn es eine Pause-Taste gibt. Man muss immer sehr viel umdisponieren und schauen, dass immer alle Leute, die arbeiten können, auch arbeiten etc. pp. Allerdings der Wiederspielwert ist halt fast nicht vorhanden, weil es gibt zumindest derzeit nur die Kampagne. Genau. Und in dieser Kampagne geschehen vorbestimmte Dinge. Es ist fix eingestellt, wann die Temperatur steigt oder stürzt. Und so Ereignisse wie dieser Überlebende aus Winterhome sind auch vordefiniert. Das Problem ist, man weiß das natürlich vorher nicht und manche Ereignisse haben eben sehr gravierende Auswirkungen. Was dazu führt, dass man sehr oft wieder anfangen oder zumindest zu einem viel früheren Punkt wieder einsetzen muss, weil dadurch das... Weil man verloren hat. Ja, genau. Man ist halt meistens ressourcentechnisch oder bei der Stimmung oder was auch immer so gerade an der Kippe. Es ist sehr schwer, so quasi das Ganze im grünen Bereich zu halten. Dann kommt so ein Ereignis und erschwert das noch einmal. Und dann kommt man sehr oft drauf, der Fehler, warum man das jetzt nicht geschafft hat, zum Beispiel eine Spaltung der Bevölkerung zu verhindern, den hat man schon sehr früh gemacht, weil man irgendwo beim Bauen von Ressourcengebäuden falsch geplant hat oder was auch immer. Führt dazu, dass man sehr oft neu anfangen und probieren muss, wenn man nicht vorher irgendwie eine Stunde lang Tipps und Tricks lesen möchte. Und das wird dann irgendwann einmal repetitiv, weil man ja schon weiß, was passiert und man alles irgendwie schon gehört und gesehen hat. Wobei die Entwickler haben ja so eine Art Skirmish-Modus angekündigt, wo man quasi unter zufälligen Bedingungen anscheinend anfangen kann, loszubauen. Und ein Endlos-Modus ist ebenso noch in Planung und sie wollen auch noch zusätzliche Kampagnen und zusätzliche Szenarien integrieren. Aktuell würdest du sagen, dass es zu wenig ist? Es ist ein gutes Spiel, wenn man solche Spiele mag, dann kann man sich das schon holen. Mhm. Aber prinzipiell finde ich, dass zumindest so ein Endlos-Modus oder eine zweite Kampagne in diesem offiziell fertigen Spiel schon hätte drinnen hätte sein dürfen. Sein sollen, ja. Da muss ich dann dazu auch sagen, ich meine, das ist de facto ein Indie-Studio, die das gemacht haben. Da neigt man dazu, denen das nachzusehen, was zu einem gewissen Grad okay ist, weil es sind wenige Leute, die haben nicht unendlich viel Geld und es ist nicht Electronic Arts. Wenn Electronic Arts oder irgendein anderer großer Hersteller sowas macht und ein Spiel quasi nur mit diesem einen Inhalt bringt, dann gibt es wahrscheinlich einen gewaltigen Shitstorm. Auch nicht zu Unrecht, aber ich möchte ja darauf hinweisen, ja, man hätte bei Frostpunk durchaus voraussetzen können, dass ein bisschen mehr Inhalt drinnen ist, der den Wiederspielwert erhöht. Ist halt die Frage, wie viele Leute sich dann für das Spiel interessieren, noch wenn die neuen Inhalte kommen, weil sie dann entweder... Das ist eben der springende Punkt, weil sie dann entweder die Kampagne durchgespielt haben schon längst oder frustriert aufgegeben haben, weil es halt wirklich bockschwer ist. Zum Abschluss dein Fazit? Gutes Spiel, wer gerne leidet und kein Problem mit depressiver Atmosphäre hat, kann sich das durchaus zulegen. Wer neu ist im Aufbaugenre, sollte
vielleicht zuerst ein paar andere Spiele probieren, bevor er sich an Frostpunk heranwagt. Generell, wer Banished gespielt hat, kann sofort zugreifen.